Hallo, liebe Hamsterfans. Wir reden heute darüber, wie ihr euren Hamster möglichst schnell zahm bekommt. Zunächst mal muss man sagen, dass natürlich nicht jeder Hamster zahm wird. Es gibt Hamster, die haben einfach in der Vergangenheit super schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und die ziehen sich dann eher zurück. Es gibt auch Hamsterarten, die weniger gut zahm werden, zum Beispiel die Roborowski-Zwerghamster. Die sind sehr quirlig und lassen sich nur schwer auf die Hand nehmen. Überhaupt solltet ihr einen Hamster nie gegen seinen Willen auf die Hand nehmen, sondern immer warten, bis er freiwillig auf die Hand kommt. Die Hamsterzähmung fängt schon am ersten Tag an, das heißt am Kennenlerntag. Wenn ihr euch entschließt, einen Hamster zu kaufen, dann solltet ihr ihn am ersten Tag vollkommen in Ruhe lassen. Das heißt, ihr setzt ihn im Käfig oder Terrarium ab und entfernt euch dann am besten aus dem Zimmer oder seid nur sehr leise und bewegt euch sehr vorsichtig. Der Hamster muss erstmal das Gefühl haben, dass keine Gefahr lauert und deswegen würde ich auch nicht mit lauten Stimmen reden und wie gesagt, wenn möglich, mich fernhalten. Am zweiten Tag könnt ihr euch in der Nähe des Terrariums oder Käfig aufhalten und mit ganz leiser Stimme reden. Vermeidet aber bitte trotzdem noch ruckartige Bewegungen, weil die den Hamster erschrecken können. Der Hamster wird euch in den ersten Tagen beobachten, das heißt vor allem wird er lauschen. Und natürlich ist jedes Geräusch, was laut ist und ihn erschreckt, erstmal schlecht für das Zutrauen des Hamsters. Er wird eher zutraulich, wenn er das Gefühl hat, dass er in einer ruhigen Umgebung ankommen kann. Natürlich müsst ihr den Hamster trotzdem füttern, das heißt, ihr müsst natürlich regelmäßig eure Hand irgendwo in den Käfig oder ins Terrarium stecken. Das würde ich jetzt in den ersten Tagen nur dann machen, wenn der Hamster sich zurückzieht, das heißt, wenn er schläft. An Tag 3 oder 4 könnt ihr das aber auch mal machen, wenn euer Hamster wach ist. Dann würde ich ihm aber nicht gleich die Hand mit dem Futter hinstrecken, sondern ich würde einfach ein bisschen Futter verstreuen. Und neugierige Hamster werden dann schon ein bisschen kommen und gucken, was passiert. Andere Hamster werden vielleicht sofort sich wieder zurückziehen oder euch aus der Ferne beobachten. Ihr müsst aber jetzt immer bedenken, dass der Käfig oder das Terrarium das Territorium vom Hamster ist. Das heißt, der Hamster gewöhnt sich daran, dass das sein Platz ist und in der Regel habt ihr da keinen Platz. Das heißt, es ist eine Ausnahme, wenn er eure Hand im Terrarium sieht. Wenn ihr einen Käfig oder ein Terrarium habt, das auf dem Boden steht, so könnt ihr euren Hamster mal rauslocken. Das heißt, ihr könnt mal außerhalb des Terrariums, eventuell im Freilaufgehege, etwas Futter verstreuen und neugierige Hamster werden dann auch kommen und schauen, okay, es gibt noch eine Welt außerhalb meines sicheren Zuhauses. In der Regel ist es aber so, dass normalerweise Käfige oder Terrarien etwas erhöht stehen, weil das nämlich auch für den Hamster eine gewisse Sicherheit schafft. Und ich erkläre euch auch gleich warum. Wenn ein Käfig oder ein Terrarium zum Beispiel auf einer Kommode steht, dann kommt ihr ja nicht so sehr von oben auf den Hamster zu. Das heißt, der Hamster fühlt sich sicherer, wenn ihr ihm auf Augenhöhe begegnet. Und das ist deshalb so, weil in der Natur natürlich Raubvögel auf den Hamster lauern und die von oben kommen. Das heißt, immer wenn ein Schatten von oben auf den Hamster fällt, dann fühlt er sich sehr unwohl, kann aggressiv werden oder ängstlich und sich zurückziehen. Je nachdem, wie sehr sich euer Hamster schon an euch gewöhnt hat und wie neugierig er ist, könnt ihr jetzt an Tag 5 oder 6 mal versuchen, eine Hand mit ein bisschen Körnchenfutter dem Hamster anzubieten. Da würde ich jetzt aber die Hand einfach an irgendeine Stelle im Terrarium oder im Käfig legen und würde eben schauen, ob der Hamster da hinkommt. Auf keinen Fall würde ich direkt dem Hamster vor seiner Nase das Futter anbieten, weil das kann ihn dann wieder abschrecken. Es ist immer so ein bisschen so ein kleiner Tanz. Wenn ihr merkt, dass euer Hamster zutraulich wird, dann könnt ihr ihm natürlich immer mehr Futter reichen und vielleicht ihn auch mal auf die Hand nehmen. Wenn ihr aber merkt, dass euer Hamster sehr große Angst hat vor eurer Hand, dann würde ich ihm wirklich einige Wochen Zeit geben, bevor ihr es nochmal versucht und einfach ansonsten das Futter ihm in der Schale oder im Käfig oder Terrarium verstreut anbieten.
So, wenn ihr jetzt einen zutraulichen Hamster habt, der sich vielleicht schon mal Körnchen von eurer Hand geschnappt hat, könnt ihr auch mal ein besonderes Leckerli für euren Hamster bereithalten und ihn so locken. Das heißt, zum Beispiel schneidet ihr eine Salatgurke, die mag der Hamster in der Regel gern, und haltet ihm die Gurke hin, sodass er einfach so ein bisschen Lust bekommt und weiß, oh, da sind die Hände, die mir immer Fressen geben und denen kann ich vertrauen. Und wenn ihr ihn eben dann füttert mit diesem Leckerli, könnt ihr auch in sehr ruhiger Stimme mit ihm reden, sodass er sich einfach an euch gewöhnt. Was jetzt wichtig ist, ist, dass ihr möglichst immer gleich riecht. Das heißt, ihr habt einen Eigengeruch, an den der Hamster sich gewöhnt. Und wenn ihr natürlich im Vorfeld euch irgendwie parfümiert oder mit einer Handcreme eincremt oder eure Hände mit einer duftenden Seife wascht, dann findet der Hamster das nicht so toll. Auch solltet ihr darauf achten, dass in den ersten Tagen der Hamster vor allem eure Stimme hört. Das heißt, die Stimme von den Menschen, die sowieso in dem Zuhause leben, in dem auch der Hamster lebt. Ganz schlecht ist es also, wenn ihr in den ersten Tagen eine große Party veranstaltet und der Hamster einfach mega viele Stimmen hört und gar nicht weiß, wer jetzt zu ihm gehört und am Ende noch große Angst bekommt. Wenn ihr es jetzt geschafft habt, dass euer Hamster wirklich mal eine Zeit lang auf eurer Hand sitzen bleibt, dann habt ihr schon ganz viel erreicht. Und auf keinen Fall solltet ihr jetzt versuchen, euren Hamster zu streicheln, weil der kann ich euch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass 90% der Hamster dann wieder von eurer Hand runterspringen und abhauen werden. Dass ein Hamster sich von euch streicheln lässt, erreicht man in der Regel mit ganz, ganz viel Geduld. Und das kann wirklich einige Monate bis zu einem halben Jahr oder noch länger dauern. Ein gutes Zeichen dafür, dass euer Hamster zahm geworden ist, ist, wenn er euch freundlich begrüßt. Das heißt, wenn er weiß, wann die Futterzeit ist, die sollte in der Regel immer um dieselbe Zeit sein. Wir füttern unseren Hamster morgens und abends. Das heißt dann, wenn er eben wach ist, also in der Dämmerungszeit. Und in der Regel ist es so, dass er sofort zur Tür kommt, zur Schiebetür und darauf wartet, Mensch, habt ihr Futter für mich? Und da kann man ihm das Futter natürlich auch oft aus der Hand anbieten und einfach eine Zeit lang auf der Hand behalten. Und mein Hamster ist da völlig gechillt mittlerweile. Im Idealfall ist euer Hamster so zahm, dass es ihm auch nichts ausmacht, wenn fremde Leute ihn füttern. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die meinen Hamster neulich gefüttert hat und der Hamster war einfach sehr zutraulich. Ja, streicheln lassen wollte er sich noch nicht, dann ist er wieder weggehüpft, aber er war eine Zeit lang auf ihrer Hand gesessen und hat Futter aus der Hand angenommen. So, das war's zur Hamsterzähmung. Sicherlich gibt es noch mehr zu sagen. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer ganz riesig, wenn überhaupt jemand etwas kommentiert und ich freue mich so sehr, dass ihr zuschaut. Und ich sage Tschüss und Tweety und ich freuen uns, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, macht's gut.